Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ein kleines Bastel-Tutorial erwartet euch heute mal wieder nach sehr langer Zeit. Ich habe nämlich lange kein Bastel-Tutorial mehr gemacht. Und zwar zeige ich euch, wie ihr heute so einen Fliegenfransenteil für euer Hobbyhorst ganz einfach selber machen könnt. Da gibt es ganz verschiedene Arten. Bei mir sieht das jetzt so aus. Leider ist hier ein Steinchen abgefallen und ich habe von den weißen Steinen leider keine mehr in der Größe. Deshalb ist das leider nicht da. Aber das finde ich nicht so schlimm. Und das hier ist eine Variante, wo es hier hinten mit diesen Clipsern ist. Also man nimmt sich die Trense und klipst das dann an den Seiten dran. Macht das dann hier wieder zu. Und ja, wir machen heute eine kleine andere Variante, die sich aber ähnelt. Und ich werde euch auch erklären, wie ihr genau diese auch machen könnt. Ja, von dem Material her braucht ihr eine Schere. Wie immer die gleiche coole Pferdeschere, die ihr so mögt. Dann Klettverschluss. Ich habe jetzt hier irgend so ein von Bettys Flausch- und Hakenband in so einem Braunton. Ich habe mir jetzt nicht extra für dieses Tutorial eine andere Farbe geholt, die ist zwar nicht so passend zu meinem Material, mit dem ich gleich arbeiten werde, aber das macht mir nichts aus, weil das sieht man am Ende sowieso nicht, weil es verborgen ist. Dann braucht ihr solche Fransen, die gibt es zum Kaufen bei Stoffläden, da könnt ihr mal nachfragen. Ich habe das jetzt in so einem Band gekauft hier, das sind jetzt 30 cm gewesen oder vielleicht sogar noch mehr, das weiß ich nicht. Kann man so fertig kaufen. So ein Band habe ich mir jetzt gekauft und abgeschnitten. War leider nicht gerade billig. Es ist, glaube ich, auch echt Leder. Das weiß ich nicht ganz genau. Aber es ist halt gefärbt. Ich habe keine Ahnung. Und das habe ich jetzt so gekauft. Ihr könnt aber, wenn ihr das nicht habt, euch auch festes Stoff nehmen. Und könnt das dann halt schön gerade schneiden. Mit Hilfe Lineal oder dies und das. Es gibt ganz verschiedene Varianten von. Also da habt ihr, glaube ich, keine Schwierigkeiten mit. Ich empfehle das zu kaufen, damit es auch gleichmäßig und ist. Und ja, zum wenn ihr das euch gar nicht so machen möchtet mit dem Schneiden und so, weil es euch einfach zu aufwendig wird, könnt ihr euch auch einfach ein Stück Stoff nehmen, das in so eine Linie schneiden, so eine breitere, wie hier oben, einfach so was Breites. Und dann nehmt ihr euch verschiedene Wollfäden und die klebt ihr von hinten so dran. Von hinten klebt ihr die dann so dran und dann habt ihr das auch. Also sieht auch mega gut aus. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Das war das. Dann braucht ihr, genau, die Sachen. Als nächstes braucht ihr eine Trense. Ich habe jetzt die von meinem Hobbyhorse, dem Amigo. Da habe ich auch so ein kleines Herzchen hier dran gemacht. Habe ich selbst gebastelt. Wenn ihr dazu ein Tutorial wollt, könnt ihr mir ja mal das in die Kommentare mal reinschreiben. So, dann habt ihr eigentlich schon alles. Ihr braucht dann noch entweder eine Heißklebepistole, wenn ihr das so dann dran macht, oder was zum Nähen, das habe ich jetzt hier dabei. So, und bei den Verschlüssen gibt es auch verschiedene Arten, also einmal die hier und mit dem Klettverschluss. Ich habe jetzt einen schon mit dem hier, das müsst ihr dann halt dran nähen, abmessen und dran nähen, das schafft ihr bestimmt. Aber ich mache heute mit Klettverschluss und dann möchte ich halt einfach zwei verschiedene Varianten haben. Ihr braucht auch noch eine Kerze. Ein Feuerzeug und Hotfix-Steine, wenn ihr das hier dann so haben wollt. Ihr könnt euch auch einfach irgendwelche Steine zum Ankleben kaufen, das ist mir eigentlich relativ egal, was ihr da macht. Da könnt ihr selber entscheiden, was ihr nehmt. Und wenn ihr das alles habt, können wir eigentlich schon anfangen. Das lege ich jetzt mal beiseite. So, wir fangen erstmal damit an. Ihr nehmt euch erstmal euren Klettverschluss. Diese Variante ist meiner Meinung nach auch viel schneller, weil mein Material sehr hart ist. Das ist wirklich hartes Leder und da kann man auch schwer irgendwie durchnähen oder sowas. Und dann könnt ihr mal schauen, das da drauf zu legen, wie das dann ist. Und es sieht ganz gut aus, wenn man es dann dran klebt. Entschuldigung, wenn es gerade nicht scharf gestellt hat. So, und das Ganze müsst ihr jetzt noch dran kleben. Jetzt müsst ihr noch gucken, wie viel Abstand ihr bis zum nächsten braucht, um die Fransen an der Trense oder am Halfter zu befestigen. Trense. Leg mir das hier so dran, wie das dann halt später fest sein wird. Und dann messe ich ab über den Stirnriemen entlang, wie das halt dann sein soll. Und gucke, wo ich dann das nächste befestige. Und klappe das dann hier hinten wieder um und mache auf der anderen Seite genau dasselbe. Cutting my skin, but it's hard.
Nun seid ihr fertig und jetzt könnt ihr eure Fliegenfransen so dekorieren, wie ihr möchtet. Letztes Mal habe ich das mit Hotfix-Steinen gemacht, aber diesmal habe ich mir gedacht, probiere ich das doch mal mit den günstigen Steinen von Teddy, um halt einfach mal zu testen, wie die so sind. Und ja, jetzt ist wirklich eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt da wirklich dekorieren, wie ihr wollt. Ihr müsst natürlich auch nicht dekorieren, aber ich habe das gemacht, weil ich finde, sonst sieht das einfach so matt aus. Und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß dabei. Ich hoffe natürlich, dir hat mein Video gefallen. Lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da und lass ein Abo da. Und natürlich wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Nachmachen. Falls du das nachmachst, schreib mir das doch gerne mal in die Kommentare rein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!